Hallo und herzlich willkommen zurück zu PGA Tour 2K21 mit mir, eurem Gallus. Ja, und ihr seht es links unten, die erste Runde minus 5, die zweite minus 8. Wir konnten uns also steigern und das war ja mal eine heftige Runde. Ich glaube, wir haben 5 Birdies in Folge gespielt. Das war unglaublich. War das 5? War das 5? Weiß ich gar nicht. War es 5? Ich glaube 5. Haben das Turnier eigentlich, naja, ich würde sagen, auch in der ersten Runde spärlich angefangen. Ihr habt es gesehen. Aber hey, Lighthouse Open. Wir haben den Cut natürlich geschafft, weil wir mit oben mitspielen, so ein bisschen mit dem Sieg. Wir waren jetzt, was hab ich gesagt, 3 Schläge weg. 3 Schläge weg vom Führenden. Und ich würde sagen, wir haben hier eine Mission. Das bedeutet, wir wollen in den Leaderflight, wir wollen unter die ersten 3, ersten 2 kommen. Bevor wir in den letzten Tag starten, damit wir mit voller Konzentration da auch hinkommen. So, ordentlicher Drive. Wind steht wieder ein bisschen anders, vielleicht habt ihr das gemerkt. Ah, 9 Balls per Hour, ähnlich wie am vorigen Tag. Ah, da werden wir aber nicht raufkommen. Egal, wir lassen den Ball ordentlich drauf laufen, dass wir dann hier nur noch einen kurzen Schlag haben. Schade, und der kriegt natürlich total Bremsen. Nicht nur, weil es bergauf geht, sondern weil er auch im Semiraff landet. So, Pitch. Wollen wir mal locker flockig spielen, Freunde. Was ist denn eigentlich? Ja, ein Lobshot. Naja, gut, ne? Also der ist sehr riskant. Wir versuchen den mal so zu spielen. 93. Aber ein Ticken zu viel. Vielleicht bounce er noch gut. Ja, und Stopp. Ich würde sagen, haben wir eine ordentliche Birdie-Chance gelassen. Und den dürfte man eigentlich reinmachen. Und der geht nicht rein. Habt ihr da einen Break gesehen? Von rechts nach links? Naja, leicht, ne? Von jetzt hat man den leicht gesehen. Von links nach rechts. Egal. So. Ist natürlich... Okay, so egal ist es nicht. Aber... Ja, immer noch 3 Schläge Rückstand auf den Führenden. Wir versuchen hier nochmal eine ordentliche Vorstellung zu geben. Ball ist unterwegs. Ja, da wird ein ordentlicher Drive. Und wieder im Semiraff. Naja, okay. Wir spielen weiter. Ja, haben Rückenwind. Treffen den Ball 94 bis 99. Ja, das ist immer so ein Ding, ne? Mal gucken. So, ich spiele übrigens den Ball mit Absicht, mit mehr Wucht, ja, weil ich es sonst nicht regulieren muss. Aber guckt euch das an. Pin High. Mit einer reellen Chance. Naja, zum Birdie. Break noch. Jawohl. Wir spielen das erste Birdie an der 2. Minus 14, wir kommen dem Führenden näher. Ja, der teilt sich jetzt sogar die Führung mit dem besagten Morris. Harper Morris, den haben wir ja kurz angesprochen. Geht bergab, aber Wind von links vorne. Oh, ist das fies. Das ist fies. Das ist jetzt richtig fies. Und ich bin gespannt, wo der jetzt hier landen wird. Und auf jeden Fall dreht ein. Und der war viel zu lang. Seht ihr? Jetzt war der Wind auf einmal nicht mehr da. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. So, bis zu 73%. Mal gucken, wie wir den rauskriegen. Der Ball kommt wenigstens auf den Grün auf. Guck mal, wie der ausrollt. Wow. Stopp! Mal. Aber wieder links. Also, das war jetzt nur Glück, bin ich ganz ehrlich. Ihr habt oben gesehen, da kommt ein Break von rechts nach links. Und ihr habt auch gesehen an der blauen Linie, er war links von der Ideallinie weg. Das bedeutet also, der Ball hätte auch ganz locker noch links abbiegen können. Also Glück, würde ich jetzt mal sagen. Aber, na, sagen wir mal Glück des Tüchtigen, oder? Na, passt doch besser zu uns. So, wir sind auf jeden Fall wieder unterwegs. 286, 87 sogar. Ja, schon unterm Ball. Wind kommt auch von rechts. Ja, und klar. Ja, das ist... Ich finde es immer sehr schwierig. Ich würde sagen, wir nehmen hier wieder einen Pitch. Ja, und spielen den Ball vielleicht mit Absicht so ein bisschen. Weiter rüber. Alles unterwegs. Stützt er ab, ja. Und kriegt auch noch diesen... Habt ihr das gesehen, diesen Bounce? Der hat den genau auf den Break gekriegt. Und ich bin gespannt. So. Alles unterwegs. Ah, an der Null. Linie schon fast vorbei, aber trotzdem fällt der rein von der Seite. Wow! Zweites Birdie nach Loch 4. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Haben wir einen neuen Rekord? Haben wir hier einen neuen Rekord? Das sieht nicht nach einem neuen Rekord aus, ne? Aber ich würde sagen, irgendwie, wir haben gerade echt Glück mit dem Putten. Nee, noch lange nicht. Das wird er enden, 30. Ah, ist super Putt. Haben wir super gemacht, Freunde. Aber wir bleiben dran. Das soll ja nicht unser Ziel sein. Ein Schlag weg von der Führung. Ihr seht es. Geteilter Fünfter, wir haben 4 Leute vor uns. Das bedeutet also, ja, wir können langsam richtig Gas geben, Freunde. Und jetzt
werden wir auch auf jeden, auf jede Kleinigkeit achten. Ball fliegt ein bisschen nach links, bounced aber nach rechts. Super, der Ball rollt noch nach unten aus. Ich würde sagen, pitchen wir ran, machen wir rein. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es sage. Hat ja vielleicht so eine Art Vorführeffekt, einen positiven Vorführeffekt. Lobwedge, ja, können wir den spielen? Ja, können wir mal gucken, ob wir den vielleicht spielen können. Vielleicht wird das ja was, ich bin gespannt. Der Link startet, okay, da sieht doch die blaue Linie. Ist okay, ist im Birdie-Reichweite. Seht euch das Break an. Wow, jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, das ist zu doll. Oh, und stopp! Oh, das ist das Loch gewesen, ne? Wo wir dreimal oder viermal geputtet haben. Ihr seht das, wir putten jetzt schon wieder zum Paar. Ja, da ist die Euphorie auch gleich wieder weg. Aber der Ball ist unterwegs. Ah, okay. Rangelegt. Oh. Ein bisschen riskant. So. Fangen uns das Boogie. Nicht so schlimm. Wir geben nicht auf. Eigentlich war das ein super Loch, war zum Scoren. Aber ihr seht das manchmal, dass das echt variiert, ne? Vom Wind und von der Höhe. Ich bin mir auch sicher. Oh, schaffen wir den darüber? Schaffen wir den? Egal. No risk, no fun. Ich bin gespannt. Ja, den schaffen wir, aber der wird im Bunker landen. Und da natürlich eine riesen Hügel vor uns. Ja, gut. Werden wir probieren. Bleibt uns ja. Oh, aber guck doch mal, der Strich geht genau davor. Ah, den werden wir mal so spielen. Schade eigentlich. Ordentlich rechts rüber. Ist aber egal. Wir haben jetzt ein paar 5, ne? Wir haben ein paar 5. Wir legen jetzt den dritten ordentlich ran. Wind von links vorne. Dazu geht noch bergauf. Ah, das ist alles so. Den müssen wir ordentlich treffen, sonst verreckt er uns. Schnell. Ja. Und stopp. Ich würde sagen, haben wir ordentlich angedockt, aber der steht schon wieder in so einem Break drin, ne? Ah, geht schlimmer, aber auch der ist nicht ganz angenehm. Und der ist gut, lippt ein. Wir spielen das nächste Birdie. Machen unser Bogey wieder gut vom letzten Loch. Ihr könnt euch erinnern, ja, am letzten Mal haben wir hier echt einen Eagle gespielt. In der zweiten Runde. Aber guckt mal, wir spielen zwar das Birdie und sind immer noch zwei Schläge weg. Also auch die anderen geben jetzt nochmal richtig Kette. Richtig Kette. Also richtig sprechen kann ich auch nicht mehr. Wir gehen mal aufs Ganze und geben Gas. So, war ein bisschen schnell, nicht ideal getroffen. Aber bounced ordentlich. Ich würde sagen Pitch-Putt. Aber naja, wo ist das letzte Mal Pitch-Putt überall gelandet? Ihr habt es gesehen, nicht wirklich doll. Wir versuchen den Ball jetzt erstmal an die Fahne zu bringen. Ja, rollen noch ein bisschen. Ist okay. Vielleicht kriegen wir einen ordentlichen, angenehmen Putt. Ja, ist okay. Können wir probieren. Können wir probieren. Und der geht rein. Zweites Birdie in Folge. Minus 16. Mal gucken, was die Konkurrenten machen. Oh, seht ihr das? Glenn Paul und Carter Casey, auch die spielen beide jeweils das Birdie. Wir werden mal gucken, wie weit uns das hier alles so bringt. Gegenwind. Ja, den Ball irgendwie versuchen zu platzieren. Aber der verreckt ja auch nicht so schnell. Rollt auch rüber. Ja, wir können aber... Oh, wir können chippen, aber das ist jetzt kein angenehmer Chip. Nee. So, aber ordentlich platziert. Nicht so weit weggerollt. Wir spielen den Putt und machen ihn auch rein. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, ob die jetzt vorne wieder nochmal einen draufgelegt haben mit minus 19. Nee, bleiben auch bei minus 18, aber guck mal. Ja. Ah. Also, nochmal vielleicht so einen ordentlichen Lauf wie in der Runde zuvor. Man kann es ja nicht immer versprechen. Ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber bringen den Ball erstmal ordentlich ins Spiel. Vielleicht läuft er noch ordentlich aus. 3, 21. Super Drive. Wir stehen über dem Ball. Frisch hat rechts, ja, mit dem Wind. Und das meine ich schon wieder, ne? Das ist schon wieder dieser Unterschied. Bergauf, aber Wind von hinten. Da müsst ihr immer sehr doll aufpassen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ihr seht es, links oben. Links auf Höhe der Fahnenstange. Ihr seht ja, wie dieses Break zurückkommt, ne? Das Rote. Wir versuchen den Ball vielleicht ungefähr hier so landen zu lassen. So, dass er vielleicht nochmal Richtung Loch rollt. Aber ich bin gespannt, was dann hier jetzt wirklich hier passiert. Pass auf, jetzt mache ich hier einen auf Pro und der fliegt sonst wohin. Ball ist unterwegs. Ah, der hätte ruhig noch. Ah, vielleicht. Na, ich würde sagen, Vorhersage war fast gut, aber dass der so ausrollt. Naja, okay. Break von rechts nach links. Ich würde sagen, den spielen wir locker, flockig ran. Vielleicht fällt er ja auch noch. Und der fällt noch. Wow. Von rechts nach links noch reingefallen. Aber guck mal, wir sind echt gut unterwegs. Minus 4. Auf den Front 9. Bleiben auch erstmal dran. Also, ich bin gespannt, ob wir jetzt tatsächlich unser Ziel schaffen. Aber, naja, spielen wir hier. Doch, wir spielen hier mal den Draw.
zu viel. So, vielleicht. So, alles unterwegs mit einem schönen Draw. Und dann ist es Stopp. Jawohl. Okay. Wir haben noch ein Holz 3. Schön unterm... darunter. Wisst ihr was? Probieren wir einfach. Ja? Der wird zwar ein Ticken zu kurz sein, aber hey. Gar kein Problem. Vielleicht rollt er ja auch noch ran. Boah. Ja, Stopp. 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 Okay, ich dachte, der Wind nimmt ihn jetzt ein bisschen mehr weg. Aber von links nach rechts. Wir versuchen das einfach mal. Nicht zu doll. Ja, war ziemlich mittig. Mal gucken, ob wir das Ding gut gelesen haben. Der sieht gut aus. Wow! Igel! Igel an der 10. Wow! Leute. Leute, das war sehr gut, was wir hier gemacht haben. Ich bin gespannt. Ja, okay, wird wieder kein Rekord sein. Aber wo wird er landen? 32 vielleicht? Boah, oder auch gar nicht 32. Voll verschätzt. 25. Sorry. 26. Okay. Aber ein Igel. Ein Igel auf der 10. Und ihr seht es. Gleich auf mit dem führenden Daniel O'Neill aus Nordirland. Ich, bei aller Liebe, jetzt auf einmal vorne zu sein. Adrenalin pur, Freunde. Adrenalin pur. Oh, Wind von vorne. Sechser Eisen. Ja, mal gucken, ob der vielleicht noch... so. Vielleicht können wir jetzt direkt noch ein Birdie hinterherlegen. Das wäre natürlich sensationell. Ball ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, und ist gar nicht so weit weg. So, Break leicht von links nach rechts. Ball ist unterwegs und der sieht gut aus. Wir nehmen das nächste Birdie mit. Mal gucken, ob die hinter uns gleich hinterherkommen. Wir gehen auf minus 20. Oh, da, oh, Daniel O'Neill gleich nochmal die minus 20 hinterhergeknallt. Weil, Junge, Junge, Junge. Also langsam, muss ich sagen, kommt mir hier die, die Pumpe. Ah, die Pumpe kommt mir hier, Freunde. Die Pumpe. Aber Wind von rechts vorne mit Absicht mal auf den Berg gezielt. Oh, ich guck mal ein bisschen weit nach links. Oh, ist noch da, ist noch da, ist noch da. Stopp, stopp. Jawohl. Gut hingelegt. Ich bin gespannt. Ja. Leicht überm Ball. Wind kommt von rechts vorne. Ah, probieren wir den mal, würde ich sagen, oder? Ja, komm, probieren wir einfach. Kann ich ewig hier auf dem Platz stehen. Der Ball kommt eigentlich relativ gut. Ja, das ist wieder dieser eine Tick, der dann tatsächlich zu viel war. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken. Wie das unterwegs. Ja. Boah! Direkt verhungert. Aber hey. Versuchen den Ball jetzt ordentlich zu spielen, dass wir uns hier nichts fangen. Das ist das Paar. Gar nicht so schlimm. Noch sind wir vorne. Ich bin mal gespannt, ob der O'Neill. Nee. Aber Carter Casey kommt jetzt auch mit auf den geteilten ersten. Und spielt sogar noch hinter mir. Also er kann sogar noch ordentlich scoren. So, jetzt auf jeden Fall keine Fehler machen. Nicht nervös werden. War Spaß. Okay, ansonsten, ja, gucken wir mal. Neuner Eisen, den Ball ordentlich auf die linke, ja, naja. Auf die rechte Seite spielen. Ich wollte eigentlich sagen, auf diese linke Welle raufspielen, damit er runterrollt. Aber ihr seht es, ja. Alles unterwegs. Na, kommt nicht zurück. Schade. Aber das dürfte eigentlich ein ordentlicher Putt werden. So ist es auch. Wir spielen das Paar. Und, ja. Minus 20. Jetzt bin ich gespannt. Immer noch minus 20. Ja. Also, es ist hier wirklich Herzschlag. Und jeder, der Golf spielt und vielleicht einigermaßen schon mal um eine Meisterschaft mitgespielt hat, der weiß, wie einem auf einmal die Düse geht. Besonders, wenn man dann die Zuschauer von einem anderen Loch hört und du denkst, na okay, das könnte vielleicht dein Konkurrent gewesen sein, der da gerade gelocht hat. Du musst nachlegen. Das habe ich auch gerade gedacht, bin ich ehrlich. Aber wir versuchen mal hier. Ja, meine Eisen. Ja, klappt der? Es geht zwar bergauf. Wind. Okay, Wind kommt gar nicht mehr zurück. Interessant. Aber ja, komm, bocken wir an, machen wir rein. Ordentliche Birdie-Chance ist das hier zum Beispiel nicht. Einfach aufgrund dieser Welle da drin. Aber genau, bring den Ball erstmal auf den Weg. Naja, gut überschritten ist okay. Wir pappen bergauf, das ist in Ordnung. Spielen den Ball auch ein bisschen doller, damit der keinen Break nimmt. Und wir spielen das nächste Paar. Ja, wir gehen jetzt auf die letzten vier Löcher dieses Kurses für heute. Und Daniel O'Neill scheint hier tatsächlich oder an der 15 ein Eagle gespielt zu haben. Liegt wieder zwei Schläge vorne. Na gut, muss das Ding ja dann irgendwie gedreift haben. Aber wir versuchen auch hier jetzt mindestens das Birdie zu spielen. Alles unterwegs. Ja, aber startet mir jetzt zu weit nach rechts. Schade. Bleibt auch oben drin. Mal gucken, wie unsere Lage ist. Die 71 bis 78. Können wir jetzt eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Aber probieren wir mal, was jetzt hier so passiert.
Aber das ist auf jeden Fall raus und unterwegs. Trifft auch auf jeden Fall das Grün und rollt eigentlich noch gut ran. Ob das noch eine ordentliche Birdie-Chance ist? Naja, doch, ein bisschen, oder? Ein bisschen. Mal gucken, ob wir den hier einigermaßen gut rauskriegen. Der sieht sehr gut aus. Wir spielen das Birdie. Wir spielen das Birdie aus dem Müll da hinten raus, aus dem hohen Gras. Und ich bin mal gespannt. Ja, der O'Neill, vielleicht wird der jetzt nochmal Blut geleckt haben. Nö, spielt auch nur das Paar. Aber Carter Casey hinter uns auf der 13 auch das Birdie. Ja, also es bleibt alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr eng beieinander. Bin mal gespannt, ob wir den Ball hier ordentlich platzieren können, dass wir einen ordentlichen Schlag ins Grün haben. So ist es. Ja, nicht schlecht. 2,92. Und vielleicht kriegen wir den Ball hier noch ordentlich ran. Mal gucken, was jetzt hier so passiert. Es geht leicht bergauf, leicht Wind von vorne. Vorne links. Ball ist unterwegs, der könnte eigentlich ideal zur Fahne kommen. Ist sogar noch schon unter der Fahne. Und rollt noch runter. Aber, naja, nicht so schlimm. Wir können jetzt chippen. Ihr erinnert euch, wir können chippen. Oh, guckt euch mal das Break an. Das ist ein bisschen zu cool. Naja, war fast klar. Ich war auch fast der Überzeugung, dass das Sandwich hier zu lang gewesen wäre. Aber wir spielen das Paar. Ich bin gespannt, was die Konkurrenz macht. Boah, Carter Casey zieht tatsächlich vorbei, spielt auch ein Eagle an der 14, ist das richtig? Der war doch... Boah, jetzt gehen die beide auf minus 23. Also, ein Birdie muss hier wenigstens nochmal kommen. Wind von rechts. Wir gehen mal auf alles. Und der dürfte direkt in die Schneise fliegen. Sehr geil. Ja, wir chippen wieder. Mal gucken, ob der vielleicht fallen könnte. Lobwedge. Ja, wir spielen den Ball ein bisschen mit dem Break. Der rollt nicht richtig aus. Ihr habt es gesehen, der war auf der Linie. Aber wir spielen hier nochmal das Birdie. Wir folgen auf minus 22. Mal gucken, was die Führenden jetzt noch machen. Ja? Boah, Carter Casey, minus 24. Ja, das wird jetzt nochmal heikel. Also eigentlich muss hier das Birdie kommen. Ich bin gespannt. Schaffen wir das? Ball ist unterwegs, auch ziemlich gerade. Ah, kein Bouncer nach rechts. Super die Welle bekommen. 3,14. Haben noch ein Pitching Wedge ins Grün mit Rückenwind. Ja, den könnten wir vielleicht genau so spielen. Vielleicht kommt der auch genau da runter, wo wir es haben wollen. Oh, aber der biegt ja vollkommen ab. Ihr habt es gesehen. Viel zu schnell geschwungen. Breakt auch nicht zurück. Ein schwerer Putt. Noch zum Birdie, ob wir den schaffen. Wir werden es sehen. Break von rechts nach links. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Kommt er nochmal zurück. Knapp. So, wir beenden mit einer minus 22. Jetzt muss ich mal überlegen, was haben wir jetzt gespielt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Minus 8 haben wir wieder gespielt, ne? Habe ich das richtig gezählt? So eine minus 8 gespielt haben. Was haben wir dann gespielt? 71, eine 63 haben wir wieder gespielt. Haben wir das? Haben wir eine 63 gespielt? Ah, jetzt ruft er wieder 500 Jahre die Leaderboard auf. Komm, du schaffst das. 2K21, du schaffst das. Ne, eine minus 9 sogar. Seht ihr, verzählt. Ha! Ah, ne, weil wir ja kein Doppelboogie gespielt. Ja, nee, richtig. Seht ihr, so kann ich zählen. Das ist der Grund, warum ich YouTuber geworden bin. War ein Spaß. Auf jeden Fall, ihr seht euch das an. Wir sind zwei Schläge weg vom Führenden. Haben eine minus 9 nochmal geschossen. Haben uns nochmal verbessert. Ne, wir haben nochmal eine minus 9. Ne, wir haben eine minus 8 gespielt. Ansonsten, danke, dass ihr mit dabei wart. Wir gehen ab morgen in die Finalrunde. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, damit auch alles aktuell kommt und bleibt. Und ansonsten bleibt gesund, macht es gut. Euer Gallus. Tschüss!